Danke, das habe ich gebraucht. Oh, Alter, ey. Geil! Boah, dieser Sound, Junge, ist so krank, Alter. Alter Schwede, ey. Was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Wieder mit dem lieben Blackout hier am Start auf seiner KTM. Was geht ab, Leute? 96 SMCR. Und ja, wir sind hier gerade, ich glaube, am HWK, Wheelie Spot, kann man sagen. Sind aber keine HWK-Leute hier, sondern nur wir und Marius auf seiner 300er Zweitakt. Da können wir jetzt gleich mal hinfahren. Richtig krank, der qualmt hier schon alles voll. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro-Aufnahme sieht, aber dieser Zweitakt-Dunst liegt hier wirklich richtig krass in der... Und alter Schwede, er macht einfach ohne Helm einen Wheelie. Junge, what the fuck? Du würdest jetzt wieder sagen... Geisteskrank. Richtig. Alter, ey. Aber ich bin echt gespannt, wie die 300er sich fährt. Ich bin ja schon viele Zweitakter gefahren. Bist du auch mal eine 300er Zweitakt gefahren? Ja, halt die TE, ne? Ah, jo, die genau, auf Enduro, ne? Die, genau. Die hast du geil, ne? Von HC. Mega geil, aber ich bin die halt jetzt echt nur kurz auf der Straße hin und her gefahren und sonst auch im Gelände, aber mega geil. Also wie die kommt und wie viel Power die hat und dass du die in jedem Gang einfach mit Power Wheelie hochziehen kannst, weil die halt auch nichts wiegt, ne? Das ist halt immens geil. Ja, man denkt das halt nicht, ne? So von einer 300 Kubik Maschine. 300 Kubik klingt ja nach nichts. Er kommt gar nicht klar, was ist denn da los? Oh, Junge! Juhu! Geil! Geil, Mann! Boah, mit dieser Platte ist das auch nochmal noch lauter, ne? Ja? So krass, was sie für Lärm macht. Alter, im weißen Lacoste-Hemd, ohne Helm, in kurzer Hose. Was Gucci zur Hölle? Schon, ne? Was und geht Gucci bei Schuhen? Gucci-Schuhe? Hast du die Gucci-Slippers nicht gesehen? Nee, komm, lass mal inspizieren. So, gucken wir mal. Sind das echt Gucci-Schuhe? Fragen wir mal nach. Ja, also wenn sie echt sind. Oh ja, da steht Gucci drauf. Gucci-Schuhe, ja? Alter, ist das behindert. Und auch die passende Kurzhose, ist auch Polo. Ja, stimmt. Ralph Lauren ist das übrigens, glaube ich. Ralph Lauren? Oder irgend so ein Polo-Marke, also, aber nicht Lacoste. Ja, die High Society weiß halt auch ein gutes Gefährt zu schätzen, was in dem Fall natürlich eine Supermoto und eine 300er Zweitakt ist. Man muss echt aufpassen, hinter dir zu wheelen, weil du beim Schleifen so abbremst. Ja, ist krass. Ich habe da auch immer mega Angst vor. So, eigentlich will ich immer dann aufhören und nicht weiter wheelen. Weil ich mir immer denke, Alter, wenn jetzt einer hinten angerast kommt, so richtig mit Speed und im Wheelie sieht er mich dann, ich bin dann im toten Winkel oder so. Alter, das wäre so krank. Oh, die Holo-Sticker. Die leuchten in der Sonne richtig geil. Übel. Aus, ne? Also, ich war am Anfang noch nicht so überzeugt von denen, aber die sind echt ziemlich nice, muss ich sagen. Finde ich auch. Also, in jeder Situation leuchten die einfach geil. Krank, Alter. Das ist schon cool. Ey, es ist so schwer, auch nur so ein ganz kleines Stück hinter die Comfortzone zu kommen beim Wheelie. So, da macht es direkt zu. Der Fuß sagt, nö, jetzt musst du bremsen. Ja, du musst wirklich weiter am Gas bleiben. Ich sehe das immer. Wenn du dann auf eine bestimmte Höhe gekommen bist, dann machst du das Gas zu. Dann gehe ich vom Gas, ne? Ja. Weil du quasi auch dann zu wenig mit Bremse machst, sondern nur mit Gas am Kipppunkt bleibt. Was natürlich eigentlich nicht so gut ist, aber ich bin halt
da recht vorsichtig, weswegen das funktioniert. Aber mit der Taktik kommst du halt nicht weit dahinter. Ja, pass auf, warte mal, ich zeig dir das nochmal. Also, stell dir vor, das ist immer so, was mir geholfen hat damals, stell dir vor, die Gashand und die Bremse sind verbunden. Sprich, wenn du im Wheelie bist und mehr Gas gibst, gehst du ja weiter nach hinten. Und dann bremst du auch automatisch mehr. Guck mal, ich mache jetzt mal neben dir ein Wheelie und dann achte mal, wie ich bremse und wie ich Gas gebe. Ja? So, Kipppunkt, ne? Und jetzt gehe ich weiter nach hinten. Hast du gesehen? Ja. Die Gasgriffposition ja. immer leicht ein bisschen mehr erhöhen. Und dann dadurch eben mehr bremsen. Und dann einfach nach hinten treiben lassen, so in einem durch. Wenn du vom Gas runter gehst, dann würde ich das Maschinchen auch wieder absetzen. Ja, genau. Schön okay, in einem ja, durch. Ich merke schon. Ja, das geht viel besser. Ich merke das, wie ich da... Ja, man kommt auf jeden Fall leichter dahinter. Also das ist trotzdem dann die Komfortzone, da mache ich trotzdem zu. Aber es ist schon angenehmer. Da war schon... Geht gut, oder? Und das war richtig, richtig entspannt. Also das war noch nicht so... Kennst du das, wenn du ein bisschen zu weit bist und dein Herz macht so einen Aussetzer oder so? Weil du so denkst, oh Gott, das kenne ich nicht. Das war gar nicht da, obwohl ich gemerkt habe, dass das echt schon höher war, als ich sonst bin. Also es ging echt ganz gut, ja, weil man einfach ruhig an die Sache rangeht. Weil genau. man weiß, man kann sich immer wieder nach vorne bremsen. Das ist halt das Allerwichtigste. Komplett ruhig bleiben und dann einfach wieder in einem durch. Und versuchen immer ein kleines Stückchen weiter nach hinten. Mahlzeit. Hi, David. Ja, Digga, das habe ich gesehen. Das macht richtig Spaß. Das habe ich gesehen, Alter. Junge. Ja, voll. Das machen die Gucci-Schuhe, ne? Nochmal 5 PS extra. Richtig krank. 5 Kilo weniger. Warte, sorry. Nicht richtig krank, sondern... Geisteskrank. Geisteskrank. Ey, aber kratzt man nicht, ne? Nein, Alter. Ich will nicht, wenn mein Reflektor angeschlossen. Okay. Hat die nur Kicker? Nur Kicker? E-Starter habe ich ausgelassen. Okay, Leute, also kein E-Starter. Nur Kicker hier. Oh, Alter, ey. Geil! Ich bin gespannt, ey. Ich mach ganz langsam. Die vordere Bremse greift ganz schön doll, oder? Kannst du was sagen zu Kupplung und Bremse? Behringer? Alles komplett Behringer? Ja. Vorne 6 Kolben? Ja. Also das Beste vom Besten haben wir hier. Ich weiß, es gibt bestimmt irgendwas Besseres, aber ich bin sehr zufrieden damit. Okay. Ja, dann fahren wir mal eine kleine Runde. So, Leute, 300... Okay, so, jetzt aber Second First Try. Gute alte Second First Try, weg ja. Nimmt die nicht. Ich habe sie gerade erstmal abgewürgt, weil die Kupplung einfach instant kommt. Richtig krank. Also die kommt noch früher als meine. Richtig heftig. Du darfst sie eigentlich nicht mal angucken. Boah, Alter, die fährt sich schon brutal, ne? Junge, das ist... Also jetzt ist es schon geil und ich habe noch nicht mal richtig Gas gegeben. Dieser Sound, Mann. Zu geil. Alter Schwede, ey. Willst du mal neben mir fahren? Der Sound ist so krank. Oh, das ist so geil, Junge. Jedes Mal, wenn ich eine Zweitakter fahre, will ich auch eine. Hör dir das mal an, Alter. Bam, ja, aber bam, die bam. Sind halt mega wartungsintensiv. Ne? Warte, ich komm neben dich. Ja, es geht. Ne? Also, so im Vergleich jetzt zu meiner 350er ist es eigentlich ähnlich. Ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. So. Boah, hör dir das an. Ja, Mann. Boah, wie die riecht. Ja, ich gebe jetzt mal Gas, ja? Ja, ich auf den zweiten. Ja, krass. So eine Beschleunigung wie bei mir ungefähr. Boah, krank. Lass mal hier lang fahren. Junge!
Woran ich mich nur nie gewöhnen kann, ne, ist dieses Zwischengas geben bei Zweitakt dann. Ja. Wegen keine Motorbremse und so. Ey, das ist als ich die EXC 125 hatte, da kam ich gar nicht klar. Vor allem in vielen Situationen geht das einfach nicht, weil man gibt ja dann wirklich Gas. Ja. Alter Schwede, das ist so krank. 300 Kubik. Ich arbeite so viel mit Motorbremse. Ja, ich auch. Deswegen, also ich kann, glaube ich, niemals einen Zweitakter fahren, ohne dass die nach 200 Stunden einen Motorschaden bekommt. Oh, hast du es gesehen? Übel geil. Hast du es gesehen? Alter, richtig cool, Brody. Digga, das war auch, hat sich gut angefühlt. Digga, David Boss, Wheelie Schule, besucht sie auch. Ja, wäre eigentlich mal eine Maßnahme, oder? Leute, was haltet ihr davon, ja, Mann, wenn ich das irgendwie mal versuche umzusetzen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen könnte. Da müsste ich mich mit beschäftigen. Aber was haltet ihr davon, wenn ich mal so eine Art Wheelie-Schule mache? Also wirklich Kurse anbiete, wo ihr dann hinkommen könnt für einen Tag oder so, ne? So an, ja, an einem Sonntag, an einem geilen. Und da üben wir dann zusammen wirklich Wheelies auf einem abgesperrten Gelände. Das wäre eigentlich ganz geil, oder? Mega geil. Könnte man vielleicht, ja, anbieten. Mann. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock hättet, dann informiere ich mich vielleicht. Ich wäre dabei. Mal. Ja, wer ist dabei? Safe. Safe. Dann werde ich gleich mal hier die gute 300er ein bisschen inspizieren. Hast du dir die schon richtig angeguckt? Die ist ja hier so... Ja, und auch mit diesem Special Design. Ja, hier Walter White ist da ja drauf von Breaking Bad. Ja. Komm, wir checken die mal hier ab. Ja, ja. Lass die mal abchecken. Mega geil. Stell die mal hier in die Sonne irgendwo. Hier, oder? So. Ständer ist noch ein bisschen lang. Ich hoffe, die bleibt jetzt stehen. Ja, sieht gut aus. Hier. Richtig geil, ne? Richtig geil. Das ist auch ein Break. Also ich bin nicht so der Breaking Bad Schauer. Doch, ich hab's gesehen. Das ist eine geile Serie. Ich würde es mir auch nicht als Dekor machen, selber. Aber es hier zu sehen, ist mega geil. Und mir gefallen halt die ganzen verschiedenen Blautöne. Und dann auch halt ein glänzendes und ein mattes und so weiter, weißt du? Ja. Das ist so eine geile Kombo. Vor allem dann auch, weil einfach die Teile so richtig schön gepulvert sind, ne? Das sieht einfach mega gut aus. Und die befindet sich noch im Aufbau aktuell. Also ist noch nicht komplett fertig. Auf die Schwinge kommt noch was. Dann hier eine Auspuffanlage wird noch dran montiert. Ah, hier genau, hier ist Walter White. Und I am the danger. I am the danger. Und der Kennzeichenhalter, der wird natürlich noch kürzer. Das ist ganz schrecklich, ne? Ich glaube, niemand hat den außer für einen TÜV an seinem Bike montiert, diesen langen, an einer Wettbewerbsmaschine, oder? An der Wettbewerbsmaschine. Nicht mal für den TÜV. Nicht mal für den oder? TÜV. Norm. Guck mal, ich habe ja auch so einen TÜV, das ist ja ganz normal, aber wenigstens ein kurzer. Also wer will hier hinten so ein Schiff dran haben? Das macht ja gar keinen Spaß. Richtig krank. Achso, und hier hast du die Bremsanlage gesehen, Alter. Ja, guck mal. Ja, Mann. Hast du das gesehen, was das ist? Vor allem die Bremsscheiben sind so geil, dass sie durchgängig sind. Das ist eine 6-Kolben-Behringer. Ohne Löcher und so. Das ist absolut krank. Also wenn die einmal packt, dann gute Nacht. Da musst du auch richtig aufpassen. Also mit einem Finger reicht schon. Mit zweien kritisch. Ohne Scheiß. Machst du schon Stoppie? Ja, ehrlich. Bei 100 km/h. Du kannst mit einem Finger... Wette ich drauf, probiere ich nicht aus, aber wette ich drauf, bei 100 km einfach die Bremse ein bisschen ziehen, dann machst du einen Stoppie bei 100 Sachen. Ganz Boah. Easy. Richtig krank. Boah, dieser Sound, Junge, ist so krank, Alter. Woo! Alter Schwede, ey. Er freut sich richtig. Ey, es ist so geil, Alter. Ich liebe Zweitakter. Junge, so geil, Alter, ehrlich. Richtig geil, ja. Richtig, richtig geil. Vor allem, die fährt sich auch gut, also fahrwerkstechnisch ist heftig. So geil. Ich danke, ne, für die Fahrt. Nur der Ständer ist halt ein bisschen lang, ne? Aber das Problem kennt man ja. Aber krank, Alter, jetzt wieder auf der 350. Alter, es fühlt sich direkt ganz anders an, ey, ne? So krass, ey. Also komplett alles anders. Komplett. Ich will jetzt hier noch einen ganz langen Schleifer machen. Woohoo! Ja, Mann!
Oh, Digga. Krank, ey, das habe ich gebraucht. So, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir auch Schluss. Der liebe Blackout übt hier weiterhin Wheelies. Ich halte euch da ein bisschen auf dem Laufenden und er wahrscheinlich auch. Ich bin mal gespannt, wo das hinführen wird, ob er bald schleifen wird oder was da kommt. Coaster Wheelies, keine Ahnung. Heute und noch. Heute noch. Safe. Und ja, 300er, Zweitakt, Probefahrt war auf jeden Fall mega nice. Und wie immer an der Stelle, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, jetzt muss ich erstmal beenden. Und das Allerwichtigste, geht steil!